Ohoho, mon Dieu, wir wollen Elektroautos, sodass es sich jeder leisten kann. Liberté, Egalité und ordentliche Reichweite. Das alles verspricht der Citroën EC3. Ein spannendes Elektroauto, auf das alle warten, denn es gibt es schon ab 23.300 Euro in der U-Ausstattung. Hinter mir habe ich jetzt die Max-Ausstattung, die gibt es ab 27.800 Euro. Aber ist dann schon alles mit drin? Na, vielleicht noch nicht. Und ist die Basisausstattung wirklich gut ausgestattet, so dass sich die auch einige kaufen wollen? Das alles gibt's heute im ausführlichen Check des Citroën EC3. Je suis Robin, c'est Robin Television. Und das ist Elektromobilität, sodass es jeder versteht. Oh. Oh, oh, oh. Ganz liebe Grüße an der Stelle auch nochmal an meine Französischlehrerin, Frau Hilpert. So, also ich finde, man denkt ja als erstes, ja, ist ein günstiges Auto, das wird ja kein schickes Design sein. Ich finde den echt schick, muss ich erstmal sagen. Ja, und gerade wenn wir mal so ein bisschen runtergehen, da seht ihr, der hat schon eine Präsenz, so eine bullige Front. Und ich sag's einfach vorsichtshalber noch dazu, man dürfte es vielleicht erwarten, aber weil es ja um einen günstigen Preis geht, es sind LED-Tagverlichter, LED-Scheinwerfer. Also da werden jetzt nicht irgendwelche alten Halogengeschichten oder sowas eingebaut. Und wie gesagt, also mir gefällt der echt schon ganz gut. Jetzt gehen wir mal hier so an die Seite. Klar, es gibt natürlich in der einfachen Ausstattung Stahlfelgen, hier in der Max-Ausstattung dann eben ein bisschen was Schickeres. Hier seht ihr das an der Seite. Wir haben ihn jetzt in dem Blau. Es gibt noch verschiedene andere Farben. Ihr habt wahrscheinlich kurz im Intro auch noch mal die rote Variante gesehen. Hier gibt es jetzt auch noch mal eine andere Farbe, also ein Weiß jetzt an diesem Dach hier. Das gibt es natürlich auch nur in dieser größeren Max-Ausstattung, dass man eben da zwei verschiedene Farben hat. Das sind dann eben so ein paar Details, aber auch so schöne kleine Details, ne? Wie so hier dieses Rot, Orange, dieser Strich, der so ein bisschen Geschwindigkeit und ein bisschen Dynamik ausstrahlt. Ja. Hast du da vorne nicht aufgepasst? Was denn? Die hier kann man austauschen. Wie, die kann man austauschen? Die kann man austauschen, ja. Ach, guck mal, kann ich die jetzt wegmachen? Da gibt's da verschiedene hier? Varianten für. Kann ich das jetzt einfach so wegklippen, oder wie? Da komm, wir machen das jetzt einfach mal direkt. Zack. Ah, guck mal, da gibt es noch so ein kleines Werkzeug. Kann man die wirklich wegmachen? Jetzt habe ich hier, ne? Color Clips heißen die übrigens, ja, verschiedene. Also ich finde es ein Skandal, dass die Deutschlandflagge nicht gibt. Frankreich, oder wir machen jetzt mal das hier dran. Das ist ja schon cool, oder? Und das Ganze nicht nur hier an der Seite, machen wir hier mal zu. Sieht ja richtig cool aus, sondern hier unten ist ja auch nochmal so ein Element. Kann das da auch wegmachen? Oder hier an der Seite, hier so. Ups, ja, cool. Na, ich meine, es ist nicht viel, aber so ein paar Farbakzente kann man sich dann noch mal personalisieren. Oder vielleicht sogar sich eigene einfallen lassen aus dem 3D-Drucker oder sowas. Schon irgendwie cool. Ja, finde ich gut. Habe ich echt nicht aufgepasst. Danke dafür, mein lieber Producer Max hinter der Kamera. Guck mal, hier seht ihr auch das Heck. Das sieht doch echt erstmal tipptopp aus. Also gefällt mir alles gut. Hier gibt es sogar noch mal einen Scheibenwischer. Gibt es ja auch nicht bei jeder Heckscheibe. Also das gefällt mir alles gut. Jetzt gucken wir mal, ob der Kofferraum auch einigermaßen okay ist. 310 Liter passen da rein. Aber ich finde solche Zahlen, die sind natürlich immer schwierig. Deswegen, wir haben immer unser typisches Gepäck dabei. Und da muss man einfach mal sagen, ich war schon überrascht. Ich finde den Kofferraum echt ordentlich. Guck mal, wir haben hier zwei solche Handgepäckkoffer und zwei Rucksäcke. Hier sogar noch ein bisschen Jacken und so ein Zeugs. Und wenn wir das alles mal rausmachen, dann seht ihr, dass hier richtig Platz ist. Ist natürlich auch ein kleiner Nachteil, weil die Ladekante, die ist schon heftig, ne? Also ich kann hier nicht ebenerdig was einräumen, sondern das geht dann so nach unten. Aber ich finde es eigentlich sogar cool, weil dadurch fliegt hier nicht alles durch den Kofferraum und so weiter. Ja, und wie gesagt, es passt, finde ich, erstaunlich viel rein. Darunter gibt es dann nichts mehr, nö. Aber das ist auch erstmal okay. Ein Licht, ja, eine einfache Hutablage, die hier immer mal wieder weggeht. Da muss man aber auch sagen, das ist ein Vorproduktionsmodell. Das sind so Testproduktionen. Das heißt, es können manche Dinge hier noch ein bisschen schlechter sein von der Qualität als nachher final. Aber wenn ich jetzt alles dann wieder reinräume, dann muss man doch einfach mal sagen, da passt doch genug rein, um alle Einkäufe zu erledigen, die man von so einem Auto erwartet. Also ich würde sogar sagen, man kann ja
sogar eine richtige Reise mitmachen. Dann guck mal hier, da könnte ich jetzt noch mal so einen Handgepäckkoffer, noch mal, vielleicht noch mal einen quer. Da habe ich sogar 5 so Handgepäckkoffer oder vielleicht so diese großen Reisekoffer. 2 so seitlich rein, könnte ich mir da gut vorstellen, dass es funktioniert. Also finde ich absolut in Ordnung. Jetzt gibt es natürlich wieder so Details. Hier kann ich die Rücksitzbank, ich mache das mal hier weg, zack. Ist ja eh nur aus Pappe. So fühlt sich zumindest an. Dann seht ihr hier, die Rücksitzbank ist 60-40 geteilt. Das ist natürlich jetzt wieder nur bei der Max-Ausstattung. So in der U-Ausstattung könnt ihr nur die gesamte Lehne umklappen, aber es geht, da hat man natürlich noch mehr Platz und das ist doch erstmal gut. Immerhin bietet das Fahrzeug noch eine Anhängelast bis zu 550 Kilogramm. Gut, da hängt man jetzt keinen Wohnwagen dran, aber immerhin so einen kleinen Anhänger bei einer Stützlast von 61 Kilogramm. Beim Dacia Spring haben sich einige beschwert, oh, ich habe mich über das Türgeräusch lustig gemacht. Trotzdem, das ist einfach der Klassiker. Muss ja nicht für jeden was sein, aber wir machen es natürlich trotzdem. Ja, ist schon ein bisschen blecherner, aber fühlt sich eigentlich ganz gut an. Also ich finde für das Preisgefüge völlig in Ordnung. Und was mache ich hier? Ich mache natürlich hier den Frunk auf. Oh, das ist jetzt kaputt. Ups. Naja. Okay, ich habe sie da dran gebaut. Ah, dran gebaut bekommen. Es ist ein Vorserienmodell. Sollte dann in der finalen Variante nicht passieren. Aber die große Frage, gibt es einen Frunk? Nein, obwohl hier echt noch wieder ein bisschen Platz wäre. Also da könnte man sich dann wahrscheinlich wieder auf dem Zubehörmarkt umschauen und hier noch vielleicht irgendeine Schale reinmachen, wo man dann eben zum Beispiel das Kabel verstauen kann zum Aufladen, damit es nicht hinten den Kofferraum verstopft oder da rumfliegt. Und zu. Wenn wir uns den Innenraum anschauen, dann sind da natürlich einige Dinge, wie man das erwarten kann. Natürlich ist das hier alles Hartplastik, ja? Ist ja eigentlich klar. Aber hey, die Griffe fühlen sich gut an. Vor allem dieses Teil hier, wo man ja doch öfters mal mit den Händen drauf ist und drankommt, ist hier mit so einem schönen Stoff versehen und be cool. Natürlich, ich bin immer super cool. Hier oben diese Knöpfe und alles, das finde ich gut, dass das so ein matt-schwarz ist und eben kein Klavierlack wie bei manchen, weil ne, man fummelt da ja immer dran rum und dann zerkratzt das und es fühlt sich einfach, finde ich, gut an. Also gute Knöpfe, gute Druckpunkte. Hier gibt es nochmal einen Bereich, der ist nicht riesig in der Tür. Da kann ich eben dann noch ein paar Sachen unterbringen und dann kommen wir in den Innenraum und da fällt natürlich als erstes auf der Sitz. Ja? Ganz wichtig, man will natürlich gemütlich sitzen. Und tatsächlich hat Citroën jetzt, falls ihr vielleicht in den bisherigen C3s unterwegs war, das ist jetzt der EC3, wir machen ja nur voll elektrische Autos, das andere interessiert uns alles nicht, aber der hat ja eine Geschichte, ja, der C3. Und sie haben jetzt hier in der neuesten Generation dann eben die verbesserten Sitze eingebaut mit extra Schaum, sodass es richtig schön gemütlich ist. Und da muss ich einfach auch sagen, also klar, ich habe jetzt nur begrenzt Zeit damit rumzufahren, aber die sind schon echt gemütlich. Und die gibt es natürlich, also die besseren Sitze dann auch wieder nur in der... Genau, in der besseren Ausstattung, in der Max-Ausstattung. Also da kommen wir schon immer der Sache immer näher. Das Lenkrad, muss ich sagen, ist wirklich angenehm. Aber ich setze mich jetzt mal rein und dann schauen wir uns das Ganze mal aus der Fahrersicht an. Oh Gott, wie lange habe ich keinen Schlüssel mehr richtig umgedreht? Die meisten Autos, ne, funktionieren mit irgendwelchen Chipkarten, mit Handy oder wenn man den Schlüssel in der Nähe hält. Was fällt auf? Er piepst und er hat einen Bildschirm in der Mittelkonsole mit ein bisschen mehr als 10 Zoll. Gibt es natürlich auch wieder nur in der Max-Ausstattung. Und neben diesem Display hier in der Mittelkonsole hat man dann, gut, Citroën nennt das jetzt Head-Up-Display, aber sind wir ganz ehrlich, warte mal, das ist ganz abgefahren. In manchen Winkeln sieht man das besser, manchmal schlechter. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, man erkennt es wunderbar als Fahrer. Aber hier vorne praktisch hat man so einen Streifen und der ist richtig gut, wenn man in der Fahrerposition sitzt, so in der Position, ne, wenn man hier rausguckt, also man muss nicht weit drumherum gucken, um hier gleich alles Wichtige zu erkennen. Also ich weiß jetzt nicht, ob man immer einen Batteriestand erkennen muss und ob er in Park oder sowas ist, in welchem Verbrauch er gerade hat. Aber hey, immerhin die km/h werden da vorne angezeigt. Und was richtig cool ist, ist das Lenkrad. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Es ist auch nicht rund, sondern hier oben so abgeflacht und hier unten abgeflacht. Und dadurch kann man irgendwie die Position des Lenkrads immer gut einschätzen. Das gefällt mir einfach. Und vor allem, ich kann es manuell auch in der Höhe vorstellen. Und weiter rein, weiter raus. Das finde ich auch wichtig. Und ich muss sagen, zumindest in meiner Sitzposition, ich bin 1,87 Meter groß für alle, ne, das ist ja wichtig, so habe ich ihn jetzt eingestellt. Dann sehen wir auch gleich, wie es auf der Rücksitzbank ist. Ist das Gute, dass ich, egal wie ich das Lenkrad hier positioniere, dass eben nicht dieses Display da vorne
deckt. Weil das habe ich immer wieder, ne, wenn die dann hier drin so sind. Das finde ich erstmal schlau und schick gemacht. Wie gesagt, gefällt mir gut. Ihr habt auch echt richtige Knöpfe hier. Also hier kann man zum Beispiel runterdrücken, dann geht die Lautstärke nach unten oder hier nach oben. Ich kann hier nächsten und vorigen Song machen. Und das sogar, das muss ich jetzt direkt dazu sagen, mit CarPlay. Also ich habe hier mein iPhone in dem Fall, aber es geht auch mit Android Auto, drahtlos verbunden, also einmal mit Bluetooth verbunden und dann kann ich praktisch hier direkt schon CarPlay nutzen. Finde ich auch sehr sinnvoll, kommen wir gleich nochmal dazu. Aber auf jeden Fall ist das Gute, ich kann mit den Knöpfen, die ich dann hier habe am Lenkrad, auch direkt dann praktisch meine CarPlay-Sachen steuern. Also direkt weiter, hier ist natürlich eine Freisprecheinrichtung drin. Hier kann ich sogar, wenn ich auf den Mikrofonknopf drücke, dann seht ihr das im Hintergrund, zack, dann geht in dem Fall jetzt bei Apple dann eben Siri zum Beispiel an, ja, und kann das direkt starten, muss nicht hier am Bildschirm rumfummeln. Und es sind auch richtige Knöpfe, die sind auch so schön matt und so, also das fühlt sich alles richtig gut an. Hier sind die ganzen Assistenzsysteme, da kommen wir nochmal zum wichtigen Punkt. Sie haben sich mehrfach entschuldigt bei Citroën, dass eben keine Assistenzsysteme zur Verfügung stehen aktuell. Man muss sagen, wie gesagt, dass auch die Software ist noch nicht final. Es können sich Dinge noch ändern und im besten Falle noch verbessern, sollten sie. Aber wir können jetzt hier zum Beispiel die Assistenzsysteme alle nicht testen. Das ist dann halt leider mal so. So, und dann haben wir hier eben schön diese Lüftungsschlitze. Die finde ich eigentlich auch ganz gut positioniert, blasen nicht ins Gesicht. Hier links dann auch nochmal. Und was auch auffällt, was ich jetzt so negativ ein bisschen bewerten muss, ist, dass dieses Cockpit hier wirklich sehr weit hochgezogen ist. Das heißt also, wenn ich hier so rausschaue, ne, dann habe ich hier oben dann das Dach. Hier habe ich praktisch eine relativ knappe Windschutzscheibe, und da, weil das Cockpit da wirklich sehr weit nach oben gezogen ist. Das muss man mögen, das sollte man sich wahrscheinlich echt mal persönlich dann mal so einen Eindruck machen. Ich finde es eigentlich, also es ist cool, und das Gute ist, es macht jetzt nicht praktisch den Rundumblick kaputt, aber das werden wir beim Fahren gleich nochmal testen, weil das Fahren macht wirklich sehr viel Spaß. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, und dann haben wir hier eigentlich alles Wichtige, das habe ich hier schon mal gezeigt in der Tür. In der Mittelkonsole gibt es dann praktisch hier den Gangwahlschalter, also ne, dann kann ich dann eben auf Rückwärts oder Parken kann ich draufdrücken und so weiter. Das ist eher unspektakulär. Hier gibt es nochmal so eine Feststellbremse, und jetzt habe ich hier mein Telefon, und da seht ihr schon, auch nur in der großen Ausstattung, in der Max-Ausstattung gibt es dann eben eine drahtlose Ladeschale. Hier seht ihr, leuchtet schon grün, und hier auch zum Beweis, man sieht, das Telefon lädt. Das funktioniert wirklich wunderbar. Ich habe hier auch zwei Getränkehalter. Hier habe ich nochmal so eine Mini-Ablage. Also das ist wirklich nur klein. Da ist allerdings nochmal ein USB-C dran, was ich schon mal gut finde. Und dann eben hier nochmal unter dieser Armlehne auch nochmal so ein kleines Fach. Ja, ist nicht spektakulär, aber ist eigentlich alles, was man braucht. Handschuhfach ist auch drin, Kameramann sitzt auch neben mir, alles top. Beim Einsteigen kann ich euch übrigens mal allgemein sagen, dass es natürlich schon schön ist. Man hat allgemein ja ein hohes Fahrgefühl, ist ein höheres Einsteigen. Und das ist doch für Menschen, die das Glück haben, ein höheres Alter erreicht haben zu dürfen, toller Satz, doch eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ja? Also da gehen ganz liebe Grüße natürlich an meine Mama, ja? Die sehr liebäugelt mit dem Auto. Deswegen mache ich den Test nicht nur für euch und für mich, sondern auch für meine liebe Mama. Die sei an der Stelle auch mal ganz lieb gegrüßt. Mama, du bist die Beste. So, und was auch cool ist, ist, dass es hier eine Möglichkeit gibt, ein Smartphone mal reinzumachen oder halt ja irgendwelche Kaugummis hier zu verstauen. Und da freut sich dann derjenige. Und dann haben wir hier so Kopfstützen. Die drücken mir gerade richtig ordentlich, merke ich, in den Rücken. Deswegen muss man die ja auch hier hoch machen. Und dann kann ich tatsächlich, da bin ich jetzt echt überrascht, weil ich habe mich... Ihr seid live dabei, praktisch noch gar nicht hinten reingesetzt. Ich habe den Sitz immer noch so eingestellt auf mich, 1,87 Meter groß. Und ich kann hier sitzen, ohne dass die Knie den Sitz berühren oder ich unfreiwillig den Fahrer so massiere. Das ist gar nicht der Fall. Finde ich erst echt mal gut. Und auch sogar hinten ist es richtig gemütlich. Es gibt links und rechts Isofix, also ihr bekommt praktisch sogar zwei Kindersitze richtig sicher hier verstaut. Es gibt auch noch mal hier so eine Tasche, oh, die ist richtig tief. Da kann man aber auch Spielzeug ganz tief vergraben, sodass man irgendwann merkt, ach, da war noch die fehlende UNO-Karte. Liebe Grüße da meine Tochter. So. So, und dann haben wir hier tatsächlich zwei USB-C-Anschlüsse. Die gibt es aber auch wieder nur in der Max-Ausstattung. Ja, da haben wir immer wieder die Unterschiede. Es gibt aber hier noch einen 12-Volt-Anschluss. Das heißt also für alle, die sagen, brauche ich nicht, braucht man ja wirklich nicht, kann man hier auch so einen 12-Volt-Adapter reinmachen. Gibt es ja auch schon mit USB-C und so weiter und hat dann im Prinzip auch die USB-C-Anschlüsse. Ja, es gibt tatsächlich ein bisschen Möglichkeiten, was noch in der Tür zu verstauen. Ah, wir können mal probieren. Ach, übrigens, elektrische Fensterheber hinten gibt es natürlich auch dann wieder nur in der U-Ausstattung. Elektrisch vorne ist Serie, auch bei der einfachen.
In der Max-Ausstattung gibt es dann, genau, Max, ich verwechsel die immer. Also in der, ich nenne sie die große Ausstattung, gibt es dann hinten auch nochmal elektrische Fensterheber. Das funktioniert jetzt natürlich nicht, weil ich den Schlüssel natürlich rausgemacht habe. Aber ja, ansonsten gibt es hier auch nichts zu erzählen. Ja, es gibt sogar noch eine Kopfstütze für den mittleren Platz, wenn da noch jemand Platz findet. Aber nach oben ist richtig viel Platz, da bin ich jetzt gerade überrascht. Da kann sogar mein 2 Meter Kameramann, glaube ich, noch echt Platz finden. Komm doch mal reingekuschelt. Kriegst du das hin, Max? Oh, dein Sitz noch auf dich eingestellt. 2 Meter auf ihn eingestellt. Uiuiui. Schade, dass ich, jetzt müsste ich dich eigentlich filmen. Okay, das wird nix. Lassen wir's. Wir schauen uns noch mal kurz die Software an. Gehen mal hier auf den Home-Bereich. Da habe ich zum Beispiel hier gleich meine Musik, Apple CarPlay, Navigation. Das ist jetzt ganz interessant, weil wir kommen gleich noch mal zur Navigation. Hier in der Musik, weil ich jetzt mein iPhone angeschlossen habe, in dem Fall habe ich jetzt hier die Musikauswahl. Da ist natürlich noch ein Radio mit drin. Ich kann auch noch ein paar Equalizer-Einstellungen machen und ich kann auch direkt sagen, die Anlage ist echt solide. Zumindest in der Max-Ausstattung. Über die Yo-Ausstattung weiß ich das ja nicht. Aber die ist besser, als man denkt, finde ich, in so einer Preiskategorie. War ich echt positiv überrascht. Hier habt ihr dann diese CarPlay an sich. Das wird ja bei Android Auto dann ähnlich aussehen. Funktioniert einwandfrei. Der Bildschirm ist groß genug, um hier alles zu erreichen. Also das gefällt mir auch wunderbar. Und ja, es gibt tatsächlich auch noch ein eigenes Navigationssystem von Citroën. Und jetzt muss man dazu sagen, jetzt mache ich einfach mal aus Spaß. Wir sind ja hier gerade in Wien übrigens. Obwohl ich Französisch rede, aber gut. Man kann ja auch noch ein bisschen Österreichisch einstreuen, das wäre auch kein Problem, okay? So, und da, das wird nicht besser. So, und da habe ich jetzt hier zum Beispiel mal das Navi nach Berlin eingestellt. Da kommen wir eigentlich her. Oh, hier. Links ab nach 400 Metern. Warte mal. Du bist mal bitte ruhig. Also, ihr habt schon gemerkt, die Stimme ist nicht ganz so toll. Aber worauf ich hinaus will, zum einen, es ist erstaunlich performant, das Navi, das hier eingebaut ist. Da war ich erstmal überrascht. Also klar, ja, seht, das ruckelt ein bisschen, aber das ist für so ein eingebautes Navi in dem Preissegment eigentlich noch okay. Aber er macht keine Planung, Ladestoppplanung. Das heißt also, ich bekomme jetzt nicht gesagt, hey, du hast noch so und so viel Prozent Reichweite, du lädst da und da. Allerdings hat er hier immer wieder Vorschläge für Ladestationen, ist mir dann aufgefallen. Das heißt, er sagt dann hier zum Beispiel, in 20 Kilometern hast du hier 250 kW Lader. Also es ist ein Navi, das ist dann ganz okay. Man muss sich halt selber dann so ein bisschen während der Fahrt dann die Ladestation raussuchen. Aber ich würde dann ganz ehrlich gesagt dann halt eben doch mit Apple CarPlay, Android Auto und dann einer entsprechenden App dann fahren. Aber es geht ja auch alles drahtlos, nebenbei lädt, also ist schon gut. Und wo wir gerade beim Thema Laden sind, wir kommen gleich zu den Ladegeschwindigkeiten, zu den Ladezeiten. Aber eine wichtige Sache noch, ihr wollt ja nicht nur euer Auto günstig kaufen, sondern ihr wollt ja auch noch mal günstig laden. Und da passt perfekt unser heutiger Sponsor Rabocharge rein. Die haben nämlich einen dynamischen Autostromtarif, mit dem ihr besonders günstig euer Elektroauto zu Hause aufladen können. Ihr benötigt dazu nur einen intelligenten Stromzähler, einen sogenannten Smart Meter, und könnt dann zu den aktuellen Börsenstrompreisen laden, wenn der Strom am günstigsten ist. Und das wird auch noch stundengenau berechnet. Natürlich bekommt ihr immer 100% Ökostrom. Einfach in der Rabocharge App auf smartes Laden gehen, die geplante Abfahrt einstellen, Mindestladestand und dann wird immer nur geladen, wenn es gerade besonders günstig ist. So könnt ihr bis zu 40% der Ladekosten sparen. Der Tarif lohnt sich übrigens auch ohne Smart Meter und auch für Haushalte, die bisher noch kein Elektroauto besitzen. Rabocharge wurde kürzlich auch von e-fahrer.com als Testsieger unter den Anbietern dynamischer Stromtarife ausgezeichnet. Nicht vergessen, noch den Code RabotXRobin einzugeben. RabotXRobin ist richtig lecker, denn da spart ihr nämlich 6 Monate lang die Grundgebühr. Das sind immerhin insgesamt auch nochmal 30 Euro. Checkt am besten jetzt gleich mal den Tarif aus. Einfach den QR-Code, der hier ja die ganze Zeit schon eingeblendet wird, abscannen. Dann landet ihr direkt auf der Webseite mit allen wichtigen Infos. Oder ihr klickt im Beschreibungstext unterhalb des Videos direkt der erste Link mal drauf und schaut euch das an. Ich kann es euch nur empfehlen. So, empfehlen kann ich euch auch ganz dringend, auf folgende Ausstattungsvariante zu achten. Denn beim Laden gibt es einen wichtigen Fallstrick. Und da kann ich nur sagen, ich würde jedem empfehlen, 400 Euro nochmal in die Hand zu nehmen. Dann habt ihr nämlich nicht bei dem Normallader, ja, an normalen, ja, Ladestationen im öffentlichen Raum, am Supermarkt, im Parkhaus etc., ja, habt ihr nämlich nicht nur, ja, es wird 7,4 kW Ladegeschwindigkeit angegeben, die inklusive ist, aber es ist nur einphasig, ist ein kleiner Trick von den Herstellern, also achtet auf mich, es sind eigentlich nur 3,7 kW, also im Prinzip nur wie eine Haushaltssteckdose. Das heißt, wenn ihr den komplett leer dran steckt, braucht ihr über 12 Stunden, damit er wieder aufgeladen ist.
Ist natürlich über Nacht zu Hause kein Problem. Aber wenn ihr mal öffentlich euch ranstellen wollt, an eine öffentliche Ladestation, wie gesagt, im Möbelhaus, irgendwo am Supermarkt oder na, also unzählige Möglichkeiten, dann wollt ihr eben für 400 Euro Aufpreis den 11-kW-Lader haben. Dann ladet ihr nämlich in der Regel unter 4 Stunden wieder das Auto auf. Und wieso sind die 4 Stunden so wichtig? Weil eigentlich alle Anbieter haben Blockiergebühren ab über 4 Stunden, wenn ihr mit einer Ladekarte dann eben ladet. Und da seid ihr genau dann richtig aufgehoben. Deswegen, uns geht halt vor allem auch relativ schnell die Batterie wieder aufzuladen. Ist übrigens eine LFP-Batterie, also ihr könnt die immer auf 100% laden und müsst nicht wie bei anderen Batterien immer nur so in der Regel auf 80% laden. Also ihr könnt die volle Reichweite ausschöpfen. Richtig schön wird es dann aber hier beim CCS. Also das Auto verfügt einen Schnelllader und das sind tatsächlich 100 kW. Und das finde ich für so einen Preis eigentlich echt in Ordnung. Ja, der Hersteller versucht da auch wieder, das Ganze ein bisschen schön aussehen zu lassen, aber bekommt hier natürlich die wichtigen Übersetzungen von mir. Der Hersteller sagt von 20 auf 80% Schnellladen über den CCS-Stecker in 26 Minuten. Klingt gut, weil da steht eine 2 davor, das wollen die Leute hören. Wir haben aber eine ganz klare Währung hier. Wir rechnen immer von 10 auf 80%, wie eigentlich alle Elektroautohersteller das machen sollten. Manche tanzen aus der Reihe, weil dann kommt nämlich ungefähr 31 Minuten raus und dann steht da eine 3 davor. Das sieht nicht so gut aus fürs Marketing, ist uns aber hier egal, denn ganz ehrlich, ich sage einfach mal 30 Minuten von 10 auf 80% rund, ist echt völlig in Ordnung. Und das auch noch für so ein Auto in so einer Preisklasse. Also ich muss sagen, da hat man beim Laden auch Spaß. Und damit ist es für mich ein Fahrzeug, das nicht nur ausschließlich für die Stadt oder als Zweitwagen geeignet ist, um so ein bisschen hier im Ländle oder in der Stadt rumzufahren, sondern man kann mit dem auch längere Strecken fahren. Das finde ich, ist alles im Zeitrahmen möglich. Citroën hat zwar versucht, ihn zu verstecken, aber ich habe tatsächlich in der Ecke hinter dem Hotel noch eine U-Basisversion für euch gefunden. Und die schauen wir uns jetzt noch mal kurz an. Man sieht sofort von außen, ja, also es ist halt einfarbig, ne? Also das Dach ist jetzt nicht farblich abgesetzt. Gutes Geschmackssache, finde ich, sieht erstmal gut aus. Klar, man bekommt hier eben solche Radkappen da drauf. Ja, ist jetzt nicht das Allerhochwertigste, aber finde ich auch völlig solide und okay. Was ich ein bisschen schade und unnötig finde, ist zum Beispiel, dass man hier hinten ja diese coolen Color-Clips jetzt nicht austauschen kann. Das ist hier fix reingemacht. Das ist ein kleines Detail, das ich persönlich sehr schön finde. Meine ich auch nicht sehr teuer ist. Haben sie weggelassen. Ist echt ein bisschen schade. So, jetzt haben wir hinten zum Beispiel statt elektrischen Fensterhebern haben wir dann halt eben noch hier die gute alte Kurbel. Und auch die Türinnenverkleidungen sind anders. Das zeige ich euch aber im besten Falle mal noch hier in der Fahrerseite. Da seht ihr das ganz gut. Ja? Also hier gibt es jetzt eben keinen schönen Stoffbezug mit so einer Lasche. Und ich muss natürlich sagen, wie gesagt, es ist Vorserie, aber die Verarbeitung wirkt auf mich jetzt schon sehr einfach. Hier haben sie immerhin noch mal so einen Streifen reingemacht, damit das nicht nur so ein ja, schwarzer Klotz ist, sage ich jetzt mal so. Und gerade wenn wir in den Innenraum gehen, dann merkt man natürlich, ah nee, guck mal hier, habe ich meinen Arsch schon auf den Sitz hier drauf. Aber das ist natürlich ein Riesenunterschied. Die sind okay, die Sitze. Ich habe es jetzt ja nur mal kurz im Stehen hier ausprobiert. Fahren konnten wir leider noch nicht mit der Version, aber es ist natürlich nicht der Komfort von diesen Advanced-Sitzen oder wie sie dann Citroën nachher nennt. So, und jetzt schauen wir uns mal den Innenraum an. Und da fällt natürlich sofort auf, dass das Cockpit schon wirklich komplett anders ist. Also hier bekomme ich auch keine Stoffelemente, sondern das ist halt alles eben Hartplastik. Immerhin haben sie hier mit so einem blauen Designlinie noch versucht, da ein bisschen ja, was Schönes rauszuholen. Ist halt sehr rudimentär und eben, ja, das Display ist hier nicht drin. Also das ist normalerweise so, ne? Da ist hier so eine Handyhalterung. Da habe ich eben hier schon mal mein Handy reingemacht. Dann seht ihr das. So, und damit man auch ein bisschen erkennt, habe ich hier mal zum Beispiel was aufgemacht. Es geht nicht nur hochkant, sondern es geht nämlich auch noch seitlich. Und da lädt man dann eben eine Citroën-App runter und kann dann sogar, ne, die verbinden. Das Gute ist, ich kann das Telefon auch gleich hier mit einem USB-C-Anschluss verbinden. Da lädt es auch gleich auf. Und ja, man kann dann wohl auch mit den Lenkradtasten dann hier die Sachen in der App steuern, bekommt hier dann alle wichtigen Infos. Kann ich jetzt gerade noch nicht ausprobieren. Ja, hier unten merkt man also auch deutlich einen Unterschied. Hier ist dann praktisch dieses Klimaelement, das ich halt eben hier manuell selber anpassen muss. Ja, das ist eben solide, aber auch hier von der Verarbeitung bin ich noch nicht völlig begeistert. Kann sich ja noch ändern. Hier ist zwar so eine Ablagefläche, aber dann lädt das Handy eben nicht mehr drahtlos. Und hier hat man eine größere Ablagefläche, weil, was fehlt hier? Die Mittelarmlehne, die ist auch nicht da. Hier seht ihr nochmal die Tür, wie sie anders aussieht. Es ist halt sehr einfach, aber jetzt auch nicht schlecht oder sowas. Das Head-Up-Display bekommt man trotzdem, habe ich gesehen. Das geht jetzt gerade nicht an, weil hier kein Schlüssel drin ist. Und
ja, das finde ich schon ein bisschen schade, weil es ist ja ein Teil, das man sehr oft berührt, zwangsläufig. Das Lenkrad hat eben nicht so eine, na, so eine schöne, hochwertige Haptik wie in der Max-Ausstattung. Ja, das sind schon mal so kleine Unterschiede. Vielleicht erkennt ihr auch noch andere Unterschiede oder euch ist noch was aufgefallen, dann schreibt es in die Kommentare. Und wie weit kommt die Kiste denn jetzt? Ja, die Reichweite ist ja immer so ein Thema. Citroën gibt irgendwas zwischen 300 und 326 an. Wieso so ungenau? Es hat noch keine Homologation stattgefunden. Sprich, die WLTP-Reichweite ist noch nicht ganz klar, aber steht auf jeden Fall eine 3 am Anfang. Also 300 Kilometer sollten schon drin sein. Und da muss man jetzt auch noch mal dazu sagen, eine ganz wichtige Info bei Elektroautos, kommt natürlich immer aufs Fahrprofil an. Also fahre ich Autobahn, Stadt oder wie bin ich allgemein so drauf? Eher sportlich oder gemächlich und natürlich auf die Außentemperatur. Ich nenne euch jetzt mal die zwei Extrembereiche. Also die schlechteste Reichweite bekommt ihr im Winter auf der Autobahn. Da kommt das Fahrzeug wahrscheinlich so auf die 200 Kilometer. Hey, aber für schlechtestes Verhältnis eigentlich ganz solide noch. Und im Sommer in der Stadt kann der ruhig auch mal auf 400 Kilometer gefahren werden, wenn ihr da sparsam durch die Stadt düst. Also das ist, finde ich, erstmal schon ordentlich. Und wenn ihr jetzt sagt, ah, ich brauche aber gar nicht so viel Reichweite, geh doch lieber noch mal im Preis runter. Auch da gibt es was im Angebot. Dann wartet ihr noch ein bisschen. Ab 2025 will nämlich Citroën eine weitere Version anbieten mit einer kleineren Batterie. Ab 19.900 Euro und dann mit ca. 200 Kilometern Reichweite. Okay, 113 PS machen auch in diesem Fahrzeug Spaß. Natürlich kein Vergleich zu anderen völlig wahnsinnig ausgestatteten Elektroautos. Aber hey, für das Auto und für die Klasse auch wieder völlig in Ordnung. Man kommt wirklich zügig voran. Und hey, ich kann sogar hier in Österreich, wo wir gerade sind, die Höchstgeschwindigkeit voll ausnutzen, ohne Angst zu bekommen auf der Autobahn. Denn die Höchstgeschwindigkeit wird dann abgeriegelt elektrisch bei 132 km/h. Also auch auf der Autobahn 130 km/h. Völlig kompatibel in Österreich oder eigentlich in ganz Europa. Wir sind ja nur in Deutschland da ein bisschen anders unterwegs. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, man muss wirklich sagen, also man merkt schon, dass die ganze Verarbeitung schon gut und solide ist. Aber es hat alles so ein bisschen dünneres Material. Also man hört die Windgeräusche schon, muss man einfach sagen. Das heißt also, der ist jetzt nicht top ab. Gedämmt. Was fahren wir gerade? Ja, 92 km/h. Man muss allerdings sagen, wir sind auch hier irgendwie an einer sehr windigen Stelle. Aber diese ganzen Windgeräusche, gerade von hinten, da bläst ganz schön. Manchmal hört man es auch links und rechts von vorne ein bisschen. Also ja, man muss die Anlage schon ein bisschen mehr aufdrehen, um die Windgeräusche wegzubekommen. Das ist definitiv ein Nachteil, das muss man schon sagen. Jetzt kommt genau so ein Bahnübergang und da können wir nämlich ein ganz wichtiges Thema nochmal ansprechen. Und mit 90 drüber. Ha! Entspannt. Also Citroën sagt selber, das ist das komfortabelste Fahrzeug in seiner Klasse. Und ich kann erstmal nur sagen, ich bin völlig begeistert von diesem Fahrwerk. Das ist wirklich richtig gut. Es ist nicht schwammig in den Kurven. Das heißt, wenn ich schön in die Kurve gehe, obwohl die höhere Sitzposition, ne, und so weiter, habe ich nicht das Gefühl, der wiegt sich so in die Kurve, dass es unangenehm wird und ich bin in der Schiffschaukel, sondern in der Kurve hält er sich gut. Aber auch auf der normalen geraden Strecke oder auf holpriger Straße federt er wunderbar alles weg. Also ich bin ziemlich begeistert von diesem Fahrwerk, das hier eingebaut ist. Und vor allem dann in Kombination mit diesen besseren Sitzen, die ja leider nur in der Max-Ausstattung dann mit drin sind, ist das schon ein geiles Gefühl. So dieser Wohnzimmer, dieser dickere Schaum auf dem Sitz, so dieser Sessel, der so ein bisschen da hier in das Auto eingebaut ist, gefühlt. Dann noch in Kombination mit dem Fahrwerk. Also mit dem Auto kann man schon wirklich lange fahren und viel, viel Spaß haben. Sehr gemütlich, muss man sagen. Übrigens auch die Bremsen, das demonstriere ich hier gerade nicht. Das haben wir ja unfreiwillig auf dem Weg gehabt. Funktionieren richtig gut. Ich musste einmal volle Kanne auf die Bremse steigen. Sonst hätte ich einen Fasan überfahren. Das hätte mir das Herz gebrochen. Und der lebt noch, der ist glücklich. Der hat vielleicht auch nur einen kleinen Schreck bekommen. Aber es hat funktioniert. Und dadurch haben wir die Bremsen unfreiwillig wirklich stressgetestet. Und ich kann sagen, die sind gut. Und jetzt ist ja so ein Kritikpunkt von mir gewesen, dass das Cockpit ganz schön hoch ist. Dadurch hat man ja schon natürlich schon hier so eine kleinere Windschutzscheibe, aber trotzdem muss ich sagen, ist das die Rundumsicht dadurch jetzt nicht irgendwie total schlecht oder sowas. Also ich komme auch über die ein bisschen kleineren Rückspiegel wunderbar hier links und rechts, habe eine gute Übersicht, kann solide nach vorne rausschauen. Ich würde mir da was Größeres wünschen, aber es ist solide. Hinten kann ich sogar richtig gut rausschauen, also das geht auch gut. Das heißt also, mir fehlt da nichts. Man muss natürlich dazu sagen, beim Parken gibt es natürlich immer Sensoren serienmäßig, allerdings nur wieder in der Max-Ausstattung, dann eben die Rückfahrkamera. Das will vielleicht der ein oder andere. Nochmal für die bessere Übersicht beim Fahren. Aber insgesamt die höhere Fahrposition mit allem drum und dran macht
richtig viel Laune. Ein klein bisschen enttäuscht bin ich von der schwachen Rekuperation. Ich liebe einfach beim Elektroauto das One-Pedal-Driving, sprich, man muss eigentlich nur auf Strompedal draufdrücken, ne, für die Beschleunigung. Und wenn man runter geht, dann wird der Elektromotor genutzt, um zu verzögern, sprich, ich werde langsamer. Und durch dieses Spiel kann ich eigentlich mit einem Pedal alles machen. Das geht hier leider nicht so gut, denn ich demonstriere das jetzt mal. Es ist schwierig zu zeigen, aber jetzt gehe ich mal runter, zack. Wird er langsam, langsamer, aber er kommt auch nicht zu einem Halt komplett, sondern er, also wenn ich jetzt wirklich ganz gar nicht mehr auf Strompedal gehen würde, das mache ich jetzt nicht hier mitten auf der Straße, dann fährt er trotzdem mit 9 km/h immer so weiter, ja, und rollt dann so ein bisschen. Also ich kann nicht vom Strompedal runtergehen und schön so langsam mit dem Spiel an der Ampel anhalten, sondern ich muss immer mal wieder doch die Bremse bedienen. Ist jetzt nicht schlimm, aber ich versuche alle Kritikpunkte rauszuziehen, die mir einfallen, weil sonst alles viel zu positiv. Für alle, die übrigens an der Stelle jetzt sagen, ah, oh, c'est bon video, Robin, dann könnt ihr gerne mal einen Daumen hoch geben. Da freue ich mich total. Der Algorithmus freut sich auch. Und wir wollen das Auto ja gerne in die Welt hinaus posaunen, denn, und da komme ich auch schon zum Fazit, der Citroën EC3 ist wirklich das Fahrzeug, das wir uns alle erhofft haben, was wir alle reinprojiziert haben. Der muss ja riesen Erwartungen erfüllen. Ja, endlich ein Auto zu einem anständigen Preis, ohne Kompromisse. Also, und mir fällt jetzt ehrlich gesagt nicht der große Klopper ein. Mir fällt nichts ein, wo ich sage, ah, das hätten sie machen müssen, sondern es passt alles irgendwie zusammen. Ich freue mich total. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr nur irgendwie Interesse an dem Auto habt, geht zum Händler. Wie gesagt, ab Mitte Juni geht's los und fahrt den einfach mal. Macht euch einen eigenen Eindruck. Es lohnt sich wirklich. Und jetzt kommen wir noch mal zum Schluss zu einem ganz wichtigen Thema, denn Citroën bewirbt ganz groß und sagt, der Citroën EC3 ist made in Europe, ja, weil viel wird darüber diskutiert, die Chinesen kommen mit ganz vielen Elektroautos und hier steht jetzt mal ein Elektroauto, das wirklich in Europa entwickelt und gefertigt wird. Man muss aber auch ganz klar dazu sagen, die Batterie und die Batteriezellen kommen noch von S-Volt aus China. Es ist halt noch so ein Ding, wir bauen auch Batteriezellenproduktion in Europa auf, aber es ist noch nicht ganz so weit. Dann wird er vielleicht auch irgendwann mal sogar von der Batterie aus Europa kommen. Es ist möglich und es kommt vielleicht auch noch. Aber alle, die sagen, ja, ich weiß nicht, ich will jetzt irgendwie nicht mir ein chinesisches Auto kaufen, gibt nun mal wirklich einige, die da eben so einen klaren Drang haben. Und es ist ja auch eigentlich eine gute Idee, weil wenn man so ein Auto kauft, unterstützt man halt eben die europäische Automobilindustrie. Und ich glaube, die hat es auch bitter nötig. Naja gut, aber das ist ein anderer Aspekt. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Ihr seht, ich bin total glücklich. Ich fahre mit dem Auto jetzt noch mal eine Runde. Und ihr schaltet bald wieder ein hier bei Robin Television. Au revoir, bonjour und bis bald. Wo ist mein Baguette? Oh, oh. Oh mein Gott, alle Klischees bedient. Ah.